Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Shantifun. Ich bin gerade in Wuppertal angekommen. So, es war wieder so ein bisschen hin und her. In der Zwischenzeit, seit dem letzten Vlog, war ich in Berlin kurz, weil da das Event von Dagi war. Und dann bin ich von Berlin nach Hannover gefahren, war auf dem Crow-Konzert, habe da Marvin besucht, hat da gefilmt und bin dann nach dem Konzert nach Bremen gefahren, weil eine Freundin Geburtstag hat, also Melina. Und dann habe ich noch kurz Hallo gesagt, habe dann bei ihr übernachtet und bin dann von Bremen nach Wuppertal heute gefahren. Und war dann bei Ikea direkt, also bevor ich hier hingekommen bin nach Hause, bin ich erstmal zu Ikea gefahren und zum Bioladen und habe ein paar Sachen gekauft. Nochmal so ein paar Deko-Sachen und Dinge, die ich für den Adventskalender für Marvin gebrauchen kann. Weil ich werde ihm jetzt gleich einen Adventskalender machen. Es sind so viele Sachen angekommen, unter anderem, richtig geil, eine unserer zwei Matratzen, die andere steht noch im Hausflur unten. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Leuten, die in diesem Haus wohnen. Das sind glücklicherweise nicht so viele, also finde ich ganz cool, dass es so ein bisschen familiärer quasi ist. Und da hatte ich dann direkt mal so am zweiten Tag, als ich in dieser Gruppe war, gefragt, ob jemand unsere Matratzen annehmen könnte. Und die sind alle so nett. Und haben dann unsere Pakete angenommen und in den Hausflur gestellt, als wir nicht da waren. Die sind nämlich alle sehr schnell angekommen. Also alles, was wir bestellt hatten. Unter anderem halt diese Matratze. Die andere steht noch unten, weil ich nicht genug Kraft hatte, alles auf einmal hochzutragen. Also sind zum Glück nicht so weit oben, deswegen musste ich nicht so viele Treppen laufen. Aber diese Matratze, also Matratzen sind schwerer, als man denkt. Nur so am Rande. Heute darf man ein Türchen aufmachen. Und Marvin und ich haben einen Adventskalender von Depot. Der war in so einer Goodiebag drin. Ich bin ja ein bisschen spät mit meinem Kalender, aber Marvin ist ja auch gerade gar nicht da, deswegen ist es eigentlich nicht so schlimm. Frag mich, was es ist, weil das sind so... Der ist nicht so schwer, das sind so kleine Pakete. Und ich frage mich, ob das vielleicht so Sachen sind, die man an den Baum hängen kann. Leider haben wir gar keinen Baum, wir müssen einen Baum besorgen. Oh, war niedlich, ein kleiner Schneemann. Es ist so lange her, seitdem ich das letzte Mal einen Schneemann gebaut habe. Als Kind habe ich das jeden Winter gemacht. Und die letzten Winter war es ja einfach nicht so wirklich Schnee. Ja. Schneemann, Schneemann, Schneemann. Jetzt wird's aufregend. Ich koche jetzt das erste Mal in unserer neuen Küche. Ich muss nur herausfinden, wie das hier geht. Ich muss ja sagen, so cool ich so Touch und so auch finde, ist es irgendwie doch immer einfacher, das einfach zu drehen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke mal so, wenn ich einfach drehen würde, dann wüsste ich auch genau, also es ist irgendwie so direkt so, keine Ahnung. Ne. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meinte. Ich bin so hungrig, ich habe heute nur Schokokuchen gegessen zum Frühstück. So, die Kartoffeln haben super schnell angefangen zu kochen, aber es ist so komisch, weil es kocht immer so etappenweise, seht ihr das? So, jetzt kocht es und jetzt ist wieder still und jetzt kocht es wieder. Die Hitze kommt da irgendwie so unregelmäßig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht extra so ist, ob das denn besser kocht. Aber Hauptsache, es kocht und dazu mache ich jetzt gleich Zucchini. Fertig! Ich habe jetzt einfach so ein bisschen Zucchini angebraten und die Kartoffeln dazugelegt, ein paar Tomaten dazu geschnippelt und das hier ist noch Fenchel. Und jetzt schaue ich noch How I Met Your Mother, weil How I Met Your Mother ist die beste Serie, die es gibt. Leute, wenn es einen tollpatschigen Menschen gibt, dann mich. Ja, fragt nicht, wie das passiert ist. So, ich habe gefühlt einen kleinen Marathon hinter mir. Ich habe nämlich die andere Matratze auch hochgetragen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bettbezug. Ist auf jeden Fall ganz cool. Jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es da mit dem Bett aussehen wird. Das Bett kommt übrigens am Montag. Jetzt eine für mich krasse Story, die ich erzählen muss, die mir gerade passiert ist. Und zwar bin ich mir zu 100% sicher, dass ich bei Ikea so Tesafilm gekauft habe, so mit einem Muster drauf. Da waren so drei Rollen. Ich bin mir sicher, dass ich die gekauft habe und ich habe sie einfach gerade nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo die verschwunden sind. Ich bin mir sicher, dass ich sie in die Ikea-Tüte getan habe, aber sie sind einfach nicht mehr auffindbar. Dann bin ich gerade schon einmal beim Auto unten gewesen, habe schon mal so durchgeguckt und habe es nicht gefunden. Habe alle meine Taschen durchsucht, meine Jackentaschen. Und bin dann gerade einfach nochmal so runtergegangen zum Auto und habe vorne geguckt unterm Sitz.
Und das war der einzige Ort, wo ich geguckt habe. Ich habe nirgends anders geguckt. Ich bin einfach vorne zum Sitz gegangen, habe mich so runtergebeugt, um unter den Sitz zu gucken. Und das Einzige, was unter diesem Sitz liegt, ist eine Tesafilmrolle. Aber nicht die, die ich gekauft habe, sondern einfach eine ganz normale. Das ist irgendwie krass, weil da sonst nichts anderes lag. Okay, eine leere Chipstüte. Aber sonst lag wirklich nur dieses Tesafilmband darunter. Und es war irgendwie ein Wink des Schicksals, dass ich jetzt meine Adventskalender machen kann. Oder dass ich, keine Ahnung, was es für eine Bedeutung hat. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt Tesafilm. Und es kam wie gerufen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt zeigen, was ich alles in meinen Adventskalender packe für Marvin. Fangen wir erstmal an mit einer Mütze, die gerade auf dem Boden lag und deswegen staubig ist. Das ist eine Mütze von The North Face. Da er irgendwann neulich mal meinte, ich habe gar keine Mütze und gar keinen Schal. Und dann habe ich so ein paar vegane Süßigkeiten gekauft, weil ich fand das neulich voll süß. Da meinte Marvin so, ja, ich versuche jetzt auch mich so gut es geht vegan zu ernähren. Und wir ernähren uns ja beide jetzt nicht vegan, aber wir mögen es schon gerne vegane Produkte ausprobieren und vegan zu essen. Und ich finde das voll cool, dass Marvin sich dafür auch begeistern kann. Ich finde das sehr attraktiv. Habe ich einmal von Vegans weiße Wintermandeln geholt. Das habe ich übrigens beim DM gekauft, also könnt ihr da finden. Dann vegane Schokoherzkekse. Dann nicht vegan, aber auch sehr lecker, von Marabou, so Milchschokolade in so in dieser Form halt. Die habe ich einmal so gekauft und ich habe auch einmal noch, die normale gekauft. Die ist übertrieben lecker. Richtig gute Schokolade. Mega lecker, beziehungsweise ich kenne die normale Streichcreme davon, Samba. Das ist jetzt so ein Stick. Diese Streichcreme Samba ist, wenn ihr die probiert, werdet ihr mir danken, weil ich euer Leben dadurch bereichern werde. Also ich habe die als Kind immer gegessen und es ist einfach göttlich. Dann von iChock die White Nougat Crisp. Dann habe ich so ein paar Sachen geholt, wo ich auch was von habe. Und zwar einmal so Keks-Ausstechformen. Oh, hier fehlt einer. Nein! Hier fehlt das Eichhörnchen. Da ist auf jeden Fall so ein Elch drin, dann eine Schnecke, dann ein Bär, ein Fuchs, ein Igel. Dann Gummibärchen, vegan. Und kann ich euch sehr empfehlen, welche ohne Gelatine zu kaufen, weil die oft viel, viel fruchtiger sind und von der Konsistenz viel weicher sind. Richtig geil. Dann packe ich ihm Kamillentee rein. Wenn er Tee trinkt, dann mag er, glaube ich, so klassische Sachen gerne, die ich manchmal ein bisschen langweilig finde. Aber Kamillentee ist echt lecker. Also mit Kamillentee kann man nie was falsch machen. Und der hier ist jetzt von Pukka. Und die haben einfach die schönsten Verpackungen und deswegen habe ich den mitgenommen. Dann habe ich eine vegane Streichcreme gekauft. Marvin mag Nutella ganz gerne. Ich habe ihm neulich irgendwann meinen Tipp verraten, dass man, weil er hatte irgendwann neulich Lust auf Nutella und es gab keine, beziehungsweise auf Schokolade und es gab keine Schokolade mehr. Und dann hatten wir ein Nutella-Glas und habe ich gesagt, ja, wenn ich früher Lust auf Schokolade, Schokolade hatte, habe ich immer Schokolade mit dem Löffel gegessen. Und er hat es in seinem ganzen Leben noch nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Und dann hat er damit angefangen und hat, glaube ich, dieses letzte Viertel von dem Nutella-Glas einfach mit dem Löffel gegessen. Und ich dachte mir nur so, okay, verdammt, ich habe ihm da was nicht so Gutes gezeigt. Dann, was es auch bei Ikea gab, ist dieses Ding hier, was ich voll cool fand. Und zwar ist das Lemonade. Das ist Limonade. Einmal Ingwer. Ah, interessant. Mit Bio, also Zitrone-Ingwer. Dann Limette. Dann Maracuja, oh mein Gott, geil. Und Blutorange. Ich glaube, ein Teil davon wird auch gespendet, beziehungsweise die werden fair produziert. Also sind Bio und aus fairem Handel. So, ich liebe Bioläden, weil ich habe zum Beispiel das hier gefunden. Das sind Kichererbsen-Chips. Also Chips aus Kichererbsen. Und mit 30% weniger gesättigten Fettsäuren und die wurden, also das hier sind jetzt Kichererbsen-Chips mit der Geschmacksrichtung Paprika und da ist Kichererbsenmehl drin, Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Kartoffelmehl, Meersalz, Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Knoblauchpulver und Liebstöckel. Also es ist jetzt wahrscheinlich immer noch nicht so das Gesündeste, aber fand ich irgendwie cool und sieht irgendwie lecker aus. Dann habe ich auch vom, DM vegane Bio-Trüffel. Nee, doch. Und sehen sehr lecker aus, finde ich. Trüffel liebe ich auch. Ich habe die mal selbst gemacht. War auch mega gut.
Und ja, die werden handgefertigt in Berlin und sind von Bell und Bio. Organic Belgian Chocolate. Dann auch ein kleines Highlight von mir, weil ich die so in einem Supermarkt noch nicht gesehen habe. Rote Linsennudeln. Ja, die bekommt er auch. Die werde ich ihm dann irgendwann mal kochen. Dann habe ich eine Duftkerze geholt. Die können wir uns hier irgendwie ins Schlafzimmer stellen. Die riecht nach Moos. Keine Ahnung, hier ist Moos und Tannenzapfen abgebildet. Auf jeden Fall riecht die so schön, so ein bisschen herber und nicht so krass in your face. Ja, finde ich ganz angenehm. Und Marvin mag Duftkerzen sehr gerne. Deswegen habe ich ihm die noch einmal geholt. Dann habe ich eigentlich gedacht, dass ich ihm ein Bild von uns hineinpacke. Aber ich habe noch kein Bild. Dann eine Lichterkette, bei der ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die dann als Türchen nehme oder ob ich sie so um die ganzen Pakete drumherum lege. Und dann, wenn er kommt, das dann anmache, dass es so schön leuchtet. Und dann bekommt er noch einen Hund. Ich weiß nicht, ob ihr Bürohund schon kennt. Der ist ja unten. Der ist ein bisschen größer. Das ist quasi der Papa. Und jetzt habe ich einen kleinen, eine kleine Mini-Version vom Bürohund gesehen. Und den lassen wir dann, glaube ich, hier oben. So süß. Der ist auch so weich. Und immer, wenn ich geschlafen habe im Büro... Ja, ich habe eine Zeit lang, haben wir jede Nacht dort geschlafen, weil es keinen Sinn gemacht hätte, nachts noch zurück in die andere Wohnung zu fahren, wo eh schon nichts mehr da ist. Und dann haben wir teilweise auf dem Sofa einfach im Büro geschlafen. Und ich habe immer mit Bürohund gekuschelt. Ich konnte immer so gut mit dem einschlafen, wie so ein kleines Baby einfach. Und ja, ich dachte, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich muss den mitnehmen. Und falls ihr euch den auch holen wollt, schaut euch, also vergleicht die ruhig, weil die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus von den Augen her. Und das hier war jetzt der süßeste. Es gab auch einen, der hat irgendwie so böse geguckt, aber der hier hat ganz lieb geguckt. Ich bin so ein Opfer. Ich weiß nicht, warum ich so auf dem Kuscheltier abgehen kann, aber ich feiere den voll. Das werde ich jetzt alles einpacken. Ey Leute, ich bin ein bisschen crazy. Schau mal, wie viel Geschenkpapier ich einfach gekauft habe. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es für manche normal, für mich ist es übertrieben viel. Ich habe jetzt einfach 10 Rollen Geschenkpapier. Ich muss mich jetzt für eine Farbe quasi entscheiden. Und dann habe ich auch noch ganz viel Geschenkband, was ich da drum wickeln kann. Das war auch noch nicht alles, hier ist auch noch mehr. Und dann werden wir sehen, wie es am Ende aussieht. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich schaue weiterhin How I Met Your Mother dabei. Das wird cool. Puh. 3 Stunden später. Ich bin eigentlich fertig. Ich habe jetzt noch nicht die Zahlen drauf geschrieben. Das mache ich morgen früh, weil ich hier gerade keinen Stift habe. Ich muss morgen einen von unten holen. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr runterzugehen. Es ist jetzt gleich Mitternacht. Und eigentlich wollte ich noch E-Mails machen, aber ich bin so müde. Ich zeige euch mal die Pakete. Man hätte es bestimmt noch schöner machen können mit irgendwie Sticker oder irgendwie schönerem Papier, also mit schönerem Band. Aber ich finde es trotzdem ganz süß. Ich gehe jetzt schlafen und ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gute Nacht.